So, und dann darf der Gute wieder aufstehen. Ja, ist gut, Junge. Belia, beschütze dich. Ja, das kennen wir jetzt schon alles. Ich klick's mal fix weg. Temp. La 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 la. Kannst du laufen und wie du laufen kannst, dann lass uns laufen. Ab geht dann der Peter. Wunderbar. Lief doch alles wie am Schnürchen, so gefällt mir das. Und damit haben wir noch einen Quest mehr abgearbeitet. Ich weiß nicht, von wem das jetzt war und ob wir mit dem nochmal jetzt reden sollten, aber ich glaub's eher nicht. Und ansonsten haben wir ja jetzt noch Miloks Schwert zurückzugeben in Treles. Wir müssen Torus noch die Nachricht überbringen und dann noch Avogadro finden. Und ich denke, dann sollte es irgendwann reichen mit den Rufpunkten, dass wir dann beim Obermods vorgelassen werden. Ja, Mensch, können. So, nochmal kurz das Gespräch hier. Genau. Level up auch noch, super. Wo hat er eigentlich den Klingenstab auf seinem Rücken schon wieder her? Den habe ich ihm doch geklaut. So, noch eben kurz das abgearbeitet. Was sollst du Torus sagen? Du buckelst dir den Rücken krumm oder so. Okay, dann brechen wir auf. Lauf, lauf, lauf. Man kommt weiter damit, als ich dachte, mit der Ausdauer hier. So, kurz gespeichert. Schließlich wollen wir ja unsere gemachten Fortschritte jetzt nicht wieder einbüßen, weil wir gegen einen hutzlichen Gobbo verlieren. Und ich bin gerade zu faul, irgendwas einzusammeln, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal liegen. Ah, du Sack. Kleines, garstiges Drecksvieh. So, und direkt zurück. Auf direktem Wege. Ich habe jetzt keine Lust, hier groß rumrum zu rennen. Wir wissen ja, wo Treles ungefähr liegt, von daher... Oder ich glaube, das ist gar nicht Treles. Naja, hätte ja klappen können. Aber ich glaube, wir sind nicht so falsch. Ja, da vorne steht eine intakte Hütte. Das dürfte der Bauernhof sein. Das heißt, Treles liegt in dieser Richtung. Und da sehe ich auch schon die erste Brücke. Eisenhalm. Oh, Eisenhalm. Gut. Dann zurück zu Torus. Und dann noch bei Milok vorbeigeschaut. Und dann wieder durchs Nordtor raus. Beziehungsweise das nordöstliche da. Okay. Die Ausgrabungen am östlichen Tempel laufen wieder. Das wird aber auch Zeit. Nicht mehr lange und ich bekomme hier Ärger von oben. Hier hast du deinen Sold, Mistkerl. Hey, immer ganz gechillt bleiben. Ich bin ganz artig und mach deine Scheißarbeit hier, ja? Ohne mich würdest du ganz schön in der Tinte stecken. Okay. Hier noch irgendwas, was wir abarbeiten müssten? Ich glaube nicht, oder? Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Natürlich. Oh, dieses Gehacke. Vielleicht bei unserem Freund Kabir? Nein, schade. So, da unten waren bloß die Reichtümer. Bei denen wollen wir nicht rein, deswegen mache ich mal einen Bogen drumrum. Damit sie uns nicht wieder blöd anquatschen. Prank, warst du das? Nein, aber bei dir können wir das Kämpfen lernen. Das ist sehr freundlich, will ich aber gerade gar nicht. Milok da hinten, stimmt, bei Milok. Wenn das Ding Miloks Schwert heißt, dann müssen wir auch zu Milok hin, natürlich. Okay. Ich habe dein altes Schwert gefunden. Wirklich? Zeig her. Tatsächlich. Das ist es. Wo hast du es gefunden? Bei den Ausgrabungen am östlichen Tempel. Ich wusste es. Hat Tempek es doch eingesteckt, der... Die Sau! Danke, Amora. Dafür bekommst du auch etwas von mir. Ganz wunderbar. 400 Gold. So, Schmieden und Waffen will ich gar nicht lernen von unserem Freund. Kostet auch noch Geld, ich fasse es nicht. Nur dafür, dass er uns das beibringen will. Und dann das Beibringen selber kostet dann auch nochmal. Das ist eigentlich ganz schön gemein. Was ist denn hier los? Warum hackt denn das so? So, ich speichere mal hier oben. Gut. Und dann gucken wir mal, ob wir die aufmachen können, ohne dass irgendjemand rummotzt. Ist ja jetzt eh nichts Spannendes drin. So. Okay. Sagt jemand was? Nö. Gut. Dann... Weitergehen, Mora. Okay. Mache ich. Dann gehen wir mal hier raus. Und suchen nach Avogadro. Ich habe keine Ahnung, wo konkret ich ihn finden könnte. Meine Güte, dieses Rumgespacke hier. Ich will nur mal eine Aufnahme haben, in der es nicht so rumholzt. Aber... ist, glaube ich, ein bisschen eine Utopie. So, speichern.
Ich habe eine Ahnung, ich bin mir aber nicht sicher. So, kurz einen Prozess gemacht mit dem Drecksvieh. Ich glaube, der war hier oben. Das sind auf jeden Fall Leute, das sieht schon mal gut aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Freund da in der Lederkluft, dass das Avogadro ist. Oder der da hinten. Ja, das ist Avogadro, ich bin sehr begeistert. Du siehst aus wie ein starker Kämpfer. Du bist bestimmt der Richtige, der mir bei meinem kleinen Problem mit den Höhlen unter meinem Hof helfen kann. Der Hof gehört dir, ja? Natürlich, ich helfe dir sehr gern. Ich bin ein Held, ich schaffe alles. Was ist mit den Höhlen unter deinem Bauernhof? Schon seit Tagen höre ich hier oben so ein furchteinflößendes Grunzen. Ich vermute, dass einige Viecher in den Höhlen unterhalb dieses Felsens hausen. Ich kann nicht mehr ruhig schlafen. Ja, da kümmern wir uns sehr gern rum. Du bist hier der Herr? Die Orks sind die Herren. Sie pressen uns Bauern aus wie reife Früchte. Ich glaube, sie haben uns einfache Leute nur noch nicht getötet, weil sie keine Ahnung von Viehzucht haben. Ohne uns würden sie vermutlich verhungern. So wie das, wie sie das in den Nordlanden auch machen. Da verhungern die auch bloß. Also die verhungern natürlich nicht, sondern die fressen sich gegenseitig. Nur die Stärksten überleben dann halt. So überlebt man in den Nordlanden bei den Orks. Wie läuft's auf deinem Hof? Wenn ich nicht so eine hohe Pacht bezahlen müsste jeden Monat, ging es mir besser. Wie viel Pacht zahlst du den Orks? Sie wollen für jeden Monat 1000 Goldmünzen. Ich habe das Gold zwar zusammen, aber ich habe mich bisher nicht getraut, den Hof zu verlassen. Ich will erst wissen, was da unten mit den Höhlen nicht stimmt. Ja, dann kümmern wir uns mal um die Viecher. Ich kümmere mich um die grunzenden Viecher in den Höhlen. Na klar. Rotte die Nester da unten am besten gleich ganz aus. Sehr gern. Und danach mache ich auch gerne den Kurier für dich und schaffe das Geld rüber. Kein Problem. So, ist das hier hinten noch irgendjemand Wichtiges? Per. Du siehst nicht aus wie ein Schweinehirte. Rebell! Du genauso wenig. Was willst du hier? Den Hof hier ausnehmen? Das ist ein Rebell. Oder ein Dieb. Das geht natürlich auch. Du siehst eher aus wie jemand mit einem lukrativen Nebenverdienst. Ein Dieb. Wenn du das sagst. Schon in der Burg von Trelis gewesen? Die sollen da große Reichtümer versteckt halten. Ja, was man nicht so alles weiß als Dieb, ne? Ich werde die Burg von Trelis schon noch plündern. Schön. Wenn du das schaffst, werde ich dir vielleicht noch ein paar Tricks zeigen. Na dann, lass dich nicht von den Orks erwischen. Niemals. Würde mir niemals einfallen. So, das mit der Hehlerwache interessiert mich gar nicht so sehr. Ja, dann lassen wir Per mal Per sein und werden uns dem Avogadro widmen und ihn erstmal drüben vorbeibringen, bevor wir dann... Wobei, nein, ich mach's mal anders. Ich speichere natürlich erstmal. Wir werden uns erstmal der Biester da in der Höhle annehmen und müssen ja dann sowieso nochmal hoch, um Bericht zu erstatten, und dann können wir den Avogadro gleich wegbringen. So für den Fall, dass wir das Gold dann rüber schaffen müssen. Dann können wir gleich zwei Quests mit einem Gang erledigen. Und ich erinnere mich an diese Szene, vielleicht kennt das auch der eine oder andere, ich glaube, das war mal ein Video von GameStar gewesen oder so, in dem die Bugs offengelegt wurden dieses Spiels, dass hier die... Ach nein, es war gar nicht hier, stimmt. Wölfe grunzen ja auch nicht, sondern Ripper natürlich. Aber es gibt irgendeine Höhle, wo Wölfe drin sind und da zuckeln sich die Wölfe dann durch den Felsen nach oben und töten dann den Gegner mit ihren Serienangriffen da. Ist nicht so schön. Ist aber zum Glück nicht hier, geht uns jetzt also nichts an. So, was für den. Ach, das war's schon, das ist aber nett. Ja, da haben wir ja die 75 gleich zusammen. Das gefällt mir doch sehr gut. Erst noch schön die schwere Truhe ausgenommen. Jawohl. Was haben wir denn da? Ein Degen. Das erinnert mich wieder an Dragon Dinoso Degen. Ich glaube, davon habe ich schon mal erzählt. Das war ja mal bei TV Total gewesen, dass irgendeine... 7 Kinder oder so hatte. Jetzt nicht die mit den Serafina und so, sondern die hatte etwas abgespacedere Namen, sagen wir es mal so. Und ich kann mich bloß noch an einen erinnern und der hieß nur die Vornamen sind das. Die Vornamen schon, ist schon dämlich, weil ich mag es nicht, mehrere Vornamen zu haben. Also meine Kinder werden definitiv bloß einen Vornamen haben. Aber dieses Kind, sehr bedauerlich, das Kind, tut mir sehr leid, heißt Dragon Dinoso Degen. Wie auch immer man auf Degen als Vornamen kommt.
Ja, und dann am besten noch ein Doppelnachnamen oder so, dann ist Polen offen. So, jetzt aber, wo ist denn der Kerl? Immer noch da. Josh! Die grunzenden Biester unter deinem Hof sind weg. Da wurde auch Zeit, dass sich endlich jemand darum kümmert. Hier ist die Pacht, die wir noch an die Orks in Trelis zahlen müssen. Ich bin davon überzeugt, dass du der Richtige bist, sie zu überbringen. Ja, ganz bestimmt. Aber ganz sicher. Wir legen uns erstmal schlafen, bevor wir die Pacht dann überbringen. An wen auch immer. Und natürlich wieder bis zum nächsten Morgen. Nein, und wir werden natürlich Avogadro mitnehmen. Mit dem habe ich kein Mitleid. Nein, bitte. Tu mir nichts. Ich bin's nicht gewesen. Oh wohl, das warst du. Moment mal. Was hast du ausgefressen? Raus mit der Sprache. Gar nichts. Ich bin ein einfacher Bauer hier und mache nur meine Arbeit. Glaub mir. Du bist kein Bauer. Du bist ein entflohener Alchemist. Du hast für die Orks in Trelis gearbeitet. Yes! Verrate mich nicht, bitte. Ich gebe dir auch all mein Gold. Aber sag niemandem, dass ich mich hier versteckt halte, ja? Puh, vergiss es doch. Hast du gerade was von Gold gesagt? Ich gebe dir 150 Goldmünzen, wenn du mich in Ruhe lässt. Das ist alles, was ich habe. Tja, wenn du das Zehnfache hättest, würde ich ja vielleicht mit mir reden lassen, aber sieht schlecht aus. Warum bist du überhaupt aus Trelis geflohen? Ach, kannst du dir vorstellen, wie die Orks einen behandeln, wenn man kein Kämpfer ist? Ständig wird man herumgeschubst und gedemütigt. Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Tja, selbst schuld. Du gehst zurück nach Trelis oder ich mach dir Beine. Du bist ein mieser Kopfgeldjäger. Gut, ich gehe zurück. Aber du solltest besser auf mich Acht geben, dass ich auch heil ankomme, du Schwein. Sei nicht so eine Püppi. Ja, selbst schuld, wenn er nicht auf die richtigen Sachen geskillt hat, ne? Er hätte ja auch statt auf Alchemie, hätte er ja auch auf Kampf skillen können. So, komm mit. Und lauf schnell. Hallo? Avogadro? Hallo? Ist es denn zu fassen? Diese NPCs sind echt das Letzte. Hier darf man nicht mal ein Stückchen vorausrennen, denn wahrscheinlich sind die alle kurzsichtig, ich weiß es nicht. Ach. Zu wem müssen wir den denn jetzt eigentlich bringen? Ich weiß es auch nicht so richtig. Sag mal an, Avogadro. Wo kommst du denn hin, in welches Loch? Ach, er geht schon alleine, das ist gut. Das ist sehr freundlich, dass das Hündchen von alleine in seine Hütte geht. Hier. Bist du jetzt zufrieden? Oh ja. Du wirst es überleben. Sehr schön, und wir haben 84 Rufpunkte. Mach mir Heiltränke. Ach, so ist das. Jetzt darf ich auch noch für dich arbeiten. Na klar. Dafür bist du hier. Na, hier hast du ein paar Heiltränke. Ah, ist das geil. Einfach nur mal ein bisschen dreist sein, dann kriegt man auch seine Heiltränke. So, und jetzt sind wir rufig genug, um mal hier drüben vorbeizuschauen. Nach der Speicherung. So. Halt! Keinen Schritt weiter! Oh wohl! Lass mich rein. Na schön. Aber benimm dich. Natürlich werde ich das. Wen haben wir denn da? Einen Kriegsrat aus Kriegern und Elitekriegern. Und Wack, natürlich. In dessen Thron ich mich erstmal setzen werde. Muss sein. Was sich gehört, ne? Das gehört sich. So, und jetzt, Wack, rede mal mit mir.